Hey liebe Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy 6. Ja, ich habe wieder zu der Stelle mit den S-Bahn hier gespielt, bei dem Fließband. Und um mich kurz zu rechtfertigen, ja, ich bin jetzt nicht der beste Spieler, aber ich gehe das Ganze auch wirklich ein bisschen zu locker an. Genau, zu locker. Weil ich halt irgendwie nicht so auf meine HP jetzt achte, wie ich es vielleicht machen sollte. Jetzt bin ich halt voll geheilt. Und ich habe das letzte Mal hier in der Markitech-Fabrik bei den falschen Gegnern die Flucht ergriffen. Nämlich bei diesen kleinen Rittern, diesen Zwieblingen, dieser Fünfergruppe. Obwohl man die so easy besiegen kann, weil Sabins Phoenix-Tanz die alle one-hittet. Das heißt, die sind sofort weg. Und ja, dementsprechend habe ich ein paar Sachen falsch gemacht. Egal, jetzt... Jetzt geht's auf. Erneut gegen die S-Bahn hier. So, dann starten wir mal. Jetzt dürfte ich auch die eine Phönixfeder noch haben, die ich ja das letzte Mal verbraucht habe, aber diesmal nicht. So, die Frage ist jetzt, was muss man einsetzen? Blitz, Gift, ich mach mal Blitz. Gift, meine ich. Vielleicht. Ist das gar nicht so schlecht? Okay. Also ich, anscheinend außer Eis macht wirklich nichts Schaden. Das ist krass. Das ist echt wow. Ja, das heißt, die können eigentlich hier alle warten die ganze Zeit. Und Seles macht Eis. Ist super. Oder muss man hier wirklich einfach nur überleben? Das ist ja... Das ist ein bisschen verwirrend. Schlaf vielleicht zeigt das Wirkung, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Wahrscheinlich nicht. Nö. Okay, hier Ifrit ist... Was? Was macht der? Der kommt immer näher. Feuer. Ach du... Ja, Entschuldigung, das konnte ich nicht überleben. Hallo? Soll ich überhaupt Sabin heilen? Ich heb mir das lieber für Seles oder, ja, keine Ahnung. Wobei Sabin hat ja Feuer, ne? Das heißt, ja. Ich weiß nicht. Ich lasse es jetzt erstmal fürs Erste. Dann komm, Eis. Nein, Moment. Moment. Ich muss nicht wirklich eine Espe einsetzen, oder? Achso, stimmt. Das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Ich bin gerade drauf gekommen, dass eventuell, wenn ich eine S-Bahn einsetze, dass die anderen dann sagen, oh, ihr habt S-Bahn dabei, ihr seid ja gar nicht böse oder so. Scheiße. Moment, ja. Gut, Seles kann sich heilen. Was? Die Kettensäge macht Schaden, als ob. Wieso erfahre ich das erst jetzt? Ja, okay. Gut zu wissen. Okay, Locke ist tot. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall will heilen. Schneesturm, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Bitte. Okay, das macht nicht so viel Schaden. Okay, Sabin, komm. Und Edgar gleich einen Trank hinterher. High Potion. So. Achso. Nein, Locke hat ja Feuer, stimmt. Oh, fuck. Wobei Phoenix-Tanz ist, glaube ich, Element Feuer, oder? Also es wird zumindest Sinn machen. Ja, okay. Macht enorm viel Schaden. Okay, komm, Kettensäge. Bitte sag, das war's jetzt einmal. Wer seid ihr? Ich spüre eine Kraft, die der unseren gleicht. Euch ward Ramus Kraft zuteil? Haltet ein! Wir sind... Esper. Ach, was du nicht sagst. Danke, dass ihr auch so früh draufkommt, dass wir auch Espern haben und uns nicht vorher nochmal umbringt.
Euch ist also der Beistand Samus. Euch ist also der Beistand Samus, okay. Sich für euch zu opfern war ein großer Vertrauensbeweis. Ja, das auf jeden Fall. Ja, was ist jetzt los? Ist die Magie, die wir in uns tragen, verbraucht, dann wirft man uns zum Sterben auf diese Halde. Scheiß Kefka. Viele der Esper wurden auf Gestahls Befehl eingefangen und hier ihrer Kräfte beraubt. Auch mich steckte man in einen der Glaszylinder und saugte meine Magie aus. Samo und wir waren Geschwister. Ein jeder von uns herrschte über ein konträres Element. Da er euch vertraut hat, wollen auch wir dies tun. Nehmt unsere wahren Kräfte entgegen. Die Leben der anderen erlöschen ebenfalls bald. Sicher werden auch sie euch beistehen. Okay, wir kriegen jetzt hier ein paar neue Esbern, ein paar neue Maginite. Shiva und Ifrit. Und erstmal würde ich jetzt Lock, der K.O. ist. Das geht nicht mal, wow. Ich kann ihn auch nicht heilen. Esper. Kirin hast du, okay. Hat irgendwer jetzt schon alles gelernt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe zumindest nichts davon gemerkt. Okay, Ziff. Nein. Feuer, Feuerer, Entzug. Okay. Eis, Eisrer, Raspel, Sub-Spirit, Vita. Moment. Ah, das habe ich ja gar nicht gesehen. Man sieht da unten auch, bei Stufenaufstieg, Konstitution 1. Also, oder hier zum Beispiel TP 10%. Dass wenn man diese Esper trägt und währenddessen ein Level Up hat, dass halt zum Beispiel hier die HP um 10% mehr steigen, als wenn sie... Als dass sie es normal tun würden. Vielleicht hätte ich mich danach richten sollen, oder? Kirin bringt gar nichts. Caitiff Magie. Ja, Caitiff ist dann eigentlich für Seles besser. Andererseits von Kirin lernt sie Vitra. Das ist auch gut. Ist halt ein noch stärkerer Heilzauber. Soll ich mich heilen? Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, was noch kommt. Ist wirklich schon zu lange her, das Ganze. Ja, komm. Schaden kann es jetzt auch nicht. Lock muss halt besiegt bleiben. Ja, erstmal Gegner. Kampfpudding, was zum Teufel. Mhm, okay, ich hoffe mal, die werden auch gewone-hitted, so wie diese kleinen Zwieblinge. Jo, das macht sogar extrem viel Schaden, Alter, 900. So, gehen wir erstmal durch diese Tür hier. Oder geht's dann nach oben zurück? Dass die Gegner jetzt immer häufiger kommen, das geht mir auch auf den Sack, ne? Das geht mir auf den Hodensack. Und das macht ihnen nicht so viel Schaden. Mein Gott. Tod Stufe 5. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Tod, wenn Stufe Vielfaches von 5. Ja, super. Tschüss. Das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Alter. Das ist der behindertste Zauber in der ganzen Final Fantasy Reihe. Tod. Ja, super, da kann man nichts machen, Alter. Ja, ich bin jetzt verdammt salty und hier geht's einfach nach oben. Nein, mit euch lege ich mich nicht an. Oh, scheiße, ich hoffe, es kommt jetzt kein Boss, Alter. Wenn jetzt noch ein Boss kommt, ich bin schon wieder tot. Und diesmal kann ich eigentlich nicht mal was für Magitech-Labor, okay. Ich glaube, hier müssen wir hin. Scheiß drauf, ich geh jetzt nochmal nach unten. Weil ich wissen will, was bei der anderen Tür auch noch ist. Oh nein, eingekesselt, jetzt kann ich nicht mal flüchten. Bio-Attacke, scheiße. Kettensäge, okay, gegen den da. Okay, gut. Stirbt er jetzt? Nein, das heißt flüchten. Oder geht das jetzt auch nicht? Okay, doch, geht.
Komm, Edgar, 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 Edgar. Autsch. Okay. Oh, das ist so ein langer Weg. Ah, ich hab schon wieder eingekesselt. Was ist das denn? Meine Fresse. Geht das jetzt nur gegen den Linken? Ja. Das ist super. Weil ich hatte eigentlich gehofft, dass das gegen die Zwieblinge da rechts geht. Flucht unmöglich, warum auch immer. Ja, komm, aber jetzt die Zwieblinge. Ich bin gerade wirklich ein bisschen... Ich habe gerade wirklich ein bisschen Angst, dass ich jetzt nochmal sterbe, weil irgend so ein überraschender Mega-Angriff aus dem Nichts kommt und Sabine und Edgar wegfegt, die beiden Bros. So, was ist hier? Na klar, ein Speicherpunkt. Natürlich gehe ich erstmal die Tür, wo es weitergeht. Und hier kann ich mich jetzt schön heilen. Okay. Super gut. Das ist super gut. So. Speichern auf jeden Fall. Ja, zwei Schritte raus und erstmal vor allem ein. So ein Scheiß. Ach, komm, verpiss dich. Ein so ein Scheiß Kampfpudding. Der macht mir erstmal wieder Schaden, schön. Hä? What the fuck? Hat der sich gerade geteilt? Die teilen sich die ganze Zeit. Was ist da los? Oh nein, auf sowas habe ich jetzt echt keinen Bock. Okay, gut. So. Jetzt darf ich wieder den ganzen Weg nach oben gehen. Aber es kommen immerhin nicht so viele Gegner wie vorhin. Vor denen flüchte ich aber auf jeden Fall. Komm, komm, komm. Es muss jetzt echt keiner sterben. Das wäre so unnötig. Komm, komm. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Celeste stirbt. Ja. Tod, wenn Stufe vielfach ist von 5, dann ist sie wahrscheinlich Stufe 15, ja. Weil die anderen sind 16, da wirkt das nicht, aber ja, super. Weil 5 mal 3 ist ja 15, deswegen. Ja, super, Alter. Ah, gehen die mir auf den Sack, diese Drecks. Ah. Bitte, na, wenn jetzt nochmal, wobei, ja gut, jetzt ist es auch schon egal. Präventiv stark. Ja, ich hoffe einfach, es kommt. Wahrscheinlich kommt noch ein Boss, weil da jetzt ein Speicherpunkt extra war. Scheiße. Das ist ohne Seele ist aber echt. Ich habe keinen Bock. Okay, schauen wir uns mal das Magitech-Labor hier an. Oh Mann, ey. Tilga, was seid ihr denn für. Nö. Die sehen einfach schon wieder so aus, als ob die viel zu viel aushalten und viel zu viel Schaden machen. Ja, hier unten ist nichts, das lasse ich jetzt lieber. Da hinten, okay. Hier geht's weiter. Meine Güte, Alter. Flankenangriff und tschüss. Wer bist du jetzt? Okay, ein Gegner. Ein Boss, ja super. Nummer 024. Oh shit, da werden schlimme Erinnerungen wach, weil es gibt später im Spiel einen optionalen Boss, der halt genauso aussieht wie der, nur ich glaube Farbe ein bisschen anders. Und der ist extrem kompliziert zu besiegen. Und dadurch, dass ich den wahrscheinlich machen werde in diesem Let's Play, es wird ganz lustig. Okay, scheiße. Jedenfalls haben wir ein Runenschwert von ihm gestohlen, habe ich gesehen. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt kein verdammt starker Boss. Kettensäge, okay, komm.
Wie viel hält der noch aus? Barrierenwechsel, okay. Jetzt hat er irgendwas mit Magie. Keine Ahnung, was jetzt geschehen ist. Ist er jetzt gegen Magie resistent oder? Ich verstehe nicht ganz. Jedenfalls erstmal. Erstmal. Dingsbums, Edgar heilen. Als. Oh, ich bin im Menü gewesen, du kleine. Boah, Alter. Normalerweise greifen die Gegner nie an, wenn ich im Menü bin. Aber jetzt natürlich super. Geil. Jo, mach halt noch mehr Damage. Wahrscheinlich darf ich mich jetzt wieder nicht heilen. Also Sabin, bevor er. Hä? Wieso kriegt er jetzt keinen Schaden? Ja, danke Sabin, dass du abwehrst. Nein, 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 nein. Oh, ja, es macht jetzt wahrscheinlich beiden Schaden. Mhm. Alter, das ist. Nee. Hält wieder viel zu viel aus, macht wieder viel zu viel Schaden. Was ist das denn bitte für ein Scheißboss, Alter? Vor allem auf dem Weg zum Boss sind Gegner, die dich instant tot machen. Jetzt macht er wieder Barrierenwechsel. Kann ich jetzt wieder physisch angreifen, ohne dass der null Schaden kassiert? Ich check den nicht. Dann greife ich jetzt mal mit Magie an. Scheiße. Ja, was soll ich denn machen? Oder ist das, weil das Schwert von Locke auch Magieschaden macht? Das könnte nämlich wirklich sein. Oh Gott. Oh Gott, nein. Ja, ich kann wieder nichts machen. Ich bin schon wieder tot. Was ist das denn für eine Scheiße, ganz ehrlich? Man muss halt wirklich auf diese Bosse vorbereitet sein, wenn man so einen Lock mit einem Elektroschwert da stehen hat, dann. Du hast halt fast keine Chance. Oder kann ich das wechseln? Nee, ne? Das bringt auch nichts. Ich würde jetzt so gerne Waffen tauschen, aber das geht ja auch nicht. Oder? Moment. Nee, das geht nicht. Ich habe auch sonst nichts, was ich gegen den einsetzen kann. Kann ich den Telepostein benutzen? Es gibt keinen Ausweg, ja. Okay. Bring mich um. Bring mich um. Komm. Barrierenweg, ja, ist. Keine Ahnung. Schrauben wird auch nichts machen. Weil es ja auch mit der Waffe angreift, die er besitzt. Ja, es heilt er sich auch noch, okay. Schön, cool. Kann ich jetzt mit Feuer vielleicht Schaden machen? Ja, der bringt mich jetzt wahrscheinlich eh um. Systemfehler? Analyse, was? Hä? Stufe 24. Ich habe jetzt Analyse eingesetzt. WTF, wie. Schwäche heiliges, ja, habe ich nicht. Entschuldigung. Hä? Wieso? Oder hat sich der selbst analysiert? Ich verstehe es nicht. Ja, jedenfalls. Ja. Bring mich um, komm. Ich nehme dich so auseinander, Junge, jetzt wo ich weiß, wie du tickst. Das Ding ist halt. Die Gegner auf dem Weg nach oben. Ich brauche Seelis, weil ich brauche Runik, ihre Fähigkeit. Dass ich dem seine komischen magischen Kräfte da absorbieren kann. Ohne Seelis geht das halt nicht. Bring mich endlich um, jetzt komm. Was wartet der eigentlich? Systemfehler. Schneehase, was? Ja, heil dich noch ein bisschen. Da will. Weißt du was?
Moment, kann ich mich nicht irgendwie selbst angreifen? Ja, komm, ich begehe jetzt Suizid. Tschüss. So. Ja, alle Gefährten sind gefallen, das ist super. Der Part wird jetzt ein bisschen länger, weil ich gerade so einen Hass auf diesen Boss schiebe. Barrierenwechsel, ich nehme durch nichts mehr Schaden. Ich bin super. Und dann noch diese Gegner auf dem Weg, diese Tripper oder wie die heißen. Nee, ich bringe Seele sofort um. Meine Fresse, Alter, ich bin ganz so salty, ne? So, komm. Ja, ich weiß auch nicht, was ich gegen diese Gegner machen soll. Wenn die jetzt nochmal kommen, ist Seele wieder tot. Wehe, wehe. Nein. Nein, tschüss, 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 tschüss. Warte. Teleportstein, tschüss. Nein. Nee, wisst ihr was? Das war's für den Part. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich benutze Teleportsteine und die sind trotzdem immer noch schneller. Nee, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.